Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Guck mal, stehe ich auch. Willkommen zurück, Unibert U-Bahn-Fahrer. Herzlich willkommen zurück zum besten Spiel der Welt hier und auf jeden Fall unserem Lieblingsspiel auf diesem Kanal, ne? Eine Frage stellt sich mir gerade. Leute, habt ihr das auch? Also bin nur ich das? Oder macht auch ihr momentan die Erfahrung, dass es immer seltener vorkommt, dass Steam sauber startet? Ich habe das in der letzten Zeit richtig oft, dass Steam beim Starten einfach abstürzt, also dass es sich nicht öffnet und ich es dann immer im Taskmanager beenden muss und nochmal neu starten muss, um es starten zu können. Ich habe das irgendwie in der letzten Zeit, keine Ahnung, alle 2 Wochen. Ach. Das ist ein sehr schöner Plan hier. Da ist Manhattan und hier ist Queens. Okay, die Linie verbindet wirklich nur Manhattan und Queens. Schade, ich hatte heute gerade vor, vielleicht ein bisschen was anderes zu fahren. Sind das wir oder ist das jemand anders? Der Angestellte des Monats. Ach, egal. Auf jeden Fall tut mir leid, dass das mit dem Nikolaus, was ich vorhatte, also am 6. da ein bisschen das mit dem Schnee da, mit der vereisten Strecke zu machen, dass es nicht geklappt hat. Das tut mir wirklich leid. Ich war ein bisschen frustriert wegen ein paar verschiedener Sachen, was Aufnahme und Upload und sowas angeht. Und deshalb habe ich irgendwie einfach eine Woche nichts aufgenommen, nichts hochgeladen. Jetzt geht's weiter. Ich würde dann aber vorschlagen, wir machen dann diese Woche nochmal. Was ist das da, was da blaues durchschimmert? Von was ist das? Das ist irgendeine. Guck mal, das ist irgendwas in der Engine, aber ich weiß nicht, was für was das ist. Was kann ich denn da triggern? Irgendwas kann ich da triggern. Ihr seht das auch, ne? Das Blaue. Irgendwas kann ich da irgendwo triggern. Oder ist das von hier oben? Nee. Nee, nee. Das muss irgendwas sein, was ich irgendwo triggern kann. Interessant. Naja, und wir sind in der Herrentoilette. Es ist halt so, dass ich mir dann dachte, nee, dann können wir jetzt heute auch noch mal eine normale Fahrt machen, würde ich sagen. Und dann machen wir dann nächste Woche, da wir ja jetzt festgestellt haben, dass wir mal 2 Parts brauchen, machen wir nächste Woche dann die Schneefahrt. Und dann danach müssen wir diese nach und nach immer weiter abarbeiten. Guck mal, wir können auch einfach hier so in die Damentoilette gehen, juckt auch niemanden. Kuckuck. Warte, ist da eben wirklich jemand reingegangen und hat zugemacht? Ah, ich weiß auch nicht. Diese lauten Türgeräusche, die das rumbackt. Guck, da ist wieder die Küche. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was hier alles wo ist. Da kann man nicht durch, da kann man auch nicht durch die Tür, ne? Och, die macht mich alle fertig. Weißt du, was mir mal passiert ist? Was denn? Zum Glück habe ich das nie wieder erleben müssen. Bis dann mit dem Zug gerade am Grand Central. Hatten wir den Zug abgefertigt, da erschütterte ein heftiges Erdbeben die Station. Der Zugführer startete trotzdem den Zug Richtung Flushing und dann kam, wie es kommen musste, Stromausfall auf dem Gleisabschnitt unter dem East River. Es waren so Nicht seltsame schlecht. Geräusche zu hören. Es war nur eine Frage der Zeit, wenn der East River die Tunnelanlage flutet. Jetzt galt es, blitzschnell den Kasten vor dem Notstromkreis zu finden und den Zug so schnell wie möglich aus dem Tunnelsystem zu fahren. Das war extrem knapp. Das will ich nie wieder erleben. Klingt auch nach einer guten Mission, machen wir aber jetzt gerade nicht. Ich mag seinen Akzent, der geht einem gar nicht auf den Keks. Na, hier, ne? Was hast du noch mal zu erzählen? Gut, dass ich dich Brad sehe. Ich habe Pomeroy? dich für den neuen Dienstplan noch nicht eingetragen. Würdest du dich bitte in den Schichtplan eintragen? Ach, das war jetzt gerade der Steven. Verwirrend. Ja, wir würden gerne heute am. Heute ist September. Dezember. Genau, heute ist September. Dezember. Wie viel haben wir denn heute? Den 11., ne? Ein Dienstag. Wann machen wir heute mal?
Dann gibt's auch mal was anderes. Das ist ganz schön langweilig. Times Square Manhattan. Wenn wir die Fahrt machen. Es ist halt alles. Es wird halt nicht wirklich besser. Es ist halt leider sehr. Ja. Okay, das klingt gut. So machen wir es. Ich zähle auf dich. Okay, du zählst auf mich. 3, 2, 1. Fertig gezählt oder was? Tauchen da jetzt auch gleich Logos auf dieser grauen und der heller grauen Fläche? Nein, tatsächlich nicht. Normal. Zack. So. Nein. Ich möchte die Schaffner KI nicht aktivieren. Ich möchte dieses Ding hier wegpacken. Die Maus. So. Und dann möchte ich dieses Mikro ein bisschen weiter nach da schieben. So. Und dann möchte ich erstmal. Wo ist die? Warum kann ich die Tür nicht? Weil ich erstmal aufsteigen stehen muss. So. Einmal kurz hier raus. So. Mache ich erstmal die Türen. Na, oh, das wusste ich nicht, dass das geht. Ich möchte erstmal kurz den Schlüssel. Das war B. Guck mal, und jetzt habe ich das Problem wieder. Aber letztes Mal ging es doch auch bei der letzten Mission. Und das verstehe ich halt jetzt nicht. Warum habe ich keinen Türschlüssel? Das verstehe ich halt wirklich nicht. Warum hat ich habe ohne Schaffner oder muss ich die dann eben doch? Ich verstehe es nicht. Tja, wo ist das hier zurück? Irgendwo für irgendeine Taste war es hier, ne? RF-Taste, glaube ich. Jetzt geht die Maus nicht mehr. Warum geht jetzt die? Och, was ist denn jetzt los? Was geht doch wieder? Das war wegen der Ansicht, ja klar. Ich bin dumm. Du besitzt zwar kein Schlüssel, aber letztes Mal ging es doch auch. Das verstehe ich halt jetzt nicht. Okay, solange ich nicht sitze, kann ich auch die ganzen Controls nicht machen. Och, man nervt das. Das. Wo ist der Schaffner? Ich habe keine Ahnung, wo ich den einstelle. Oder nicht. Schaffner KI aktiviert. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ist das schön? Ich will die. Ich will auch keine scheiß Schaffner KI. Ich will einfach nur. Ich will selber. Schlüssel! Ich will wieder selber die Türen öffnen und schließen können. Ich konnte das doch letztes Mal auch, Mann. Ihr seid doch alle doof. Spiel zurück zum Depot, wenn wir mich verarschen, muss ich jetzt echt komplett zurück zum Depot, um die Fahrt neu zu starten. Oh, es fängt wieder gut an mit diesem Spiel. Richtig gut. Man könnte ja behaupten, dass wir meckern auf hohem Mensch, Niveau, prima, dass du hier bist. Dich habe ich gesucht. Es sind noch fast, könntest du mir. Ja, oh, du nervst mich. So, die Fahrt möchte ich machen. Schnapp dir einen Zug und dann los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Och, aber war das, weil es ein Expresszug war? Kann ich nur beim Expresszug und die Nicht-Expresszüge hatten Schaffner? Ist halt auch so. Es erzählt einem halt keiner. Es erzählt einem halt einfach keiner in diesem Spiel. Normal. Nein, ich möchte die Schaffner-KI nicht aktivieren. Du hast als Fahrer keinen Türschlüssel. Wie wechsle ich denn auf den Schaffner? Warte, da gab es doch so eine hübschen Hilfetasten. Oder auch nicht. Die Hilfe auf F1 funktioniert auch gar nicht. Na gut, dann schauen wir uns doch mal die Steuerung an. Allgemein. Das ist falsch. Spieler. Interaktion.
Rennen umschalten. Ich sollte nicht so auf Tab drücken, weil das Zeitraffer ist. So, so, so. Screenshot aufnehmen, F8. Fahrzeug. Oh, ich drehe durch. Und wechsle ich zum Schaffen mit F10. Ich probiere nochmal F9, ob wenn ich die anschalte, die KI. Ich probiere es nochmal. Ich schalte ihn nochmal an, die Schaffner-KI. Kann ich dann. Den hat nur der Schaffner. Da wollen wir es ihm heute mal gönnen. Ach komm, wir gönnen das heute mal dem Schaffner. Wir gönnen das heute mal dem Schaffner, dass er hier fahren kann. Wir haben jetzt gerade Special. Local ist korrekt. Special ist falsch. Müssen wir mal gerade ein bisschen kurz umschalten. Dafür müssten wir wissen, was die Sache ist. Ich habe gerade das Licht ausgemacht, das wollte ich gar nicht, dass es bleibt gerade bei Special, dann muss ich in die andere Richtung schalten. Boah, mein. Oder habe ich gerade noch gar keinen Strom? Brauche ich dafür Strom? Main Street Flushing, wofür fahren wir? 11, 11, 11, ne? Wir fahren. 11, 11, 11, am 111 fahren wir hin. Irgendwelche Street 111. Times Square, nein, da kommen wir her. Oder wir sind gerade Times Square, naja. Willst du mich verarschen? Es gibt nur drei. Mann, ey, eine spannendere Linie als die Linie 7 hätte man sich ja nicht aussuchen können, oder? Das heißt, es ist also auch die Main Street Flushing, oder was? Es kann nicht denn ernst sein. Not in service. Ja. Also ich meine, wie kann man sich das sparen, sich im Spiel irgendwie Mühe geben zu müssen, ein bisschen also Sachen rein zu programmieren, programmieren zu müssen oder so? Wie umgeht man das einfach? Klar, man macht ein Spiel mit einer U-Bahn-Linie, die halt einfach nur, die halt keine Variation hat oder sonst irgendwas. Und deshalb man immer zwischen den gleichen zwei Stationen hin und her fährt. Und dementsprechend auch nur die beiden einstellen kann. Ist doch irgendwie logisch, oder nicht? Gott, ey. So. Na gut, machen wir die Tür wieder zu. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Zack. Setzen die tollen Hebel auf. Dann müssen wir noch mal kurz in dieses... Was war das denn jetzt? Oh, wir sollen schon losfahren, sagt wohl der Schaffner. Soll mir das wohl sagen? Und... So. Na gut, wenn der Schaffner sagt, wir wollen los. Wo war das? Ah, da. Ja, kurz Richtungshebel war da. Nicht? Da? So. Und dann jetzt kurz gucken, wie spät haben wir? 21, wir müssen los. Ja. Dafür müssen wir die Bremse lösen. Ja, du hast die Türen jetzt dreimal zugemacht. Das ist schon okay. Ich habe das verstanden. Wir wollen losfahren. Ist alles gut, Schaffner. Ich weiß nicht, warum du so idiotisch bist. So. Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht. So, nächstes Signal 32, das ist gut, da bleiben wir einfach. Sehr gut, auf 25 und dann geben wir jetzt langsam Gas. Danke, dass die Kamera so schön... Schwingt die auch nochmal wieder zurück? Nö, natürlich nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, nächstes Signal sagt 24.
Verhalten ist natürlich dann. Alter, was ist denn das jetzt mit der Kamera? Hallo? Warum folgt die Kamera nicht mehr? Was habe ich da Blödes umgestellt? Schnarch, wir müssten eigentlich. Oh, wir müssen jetzt losfahren, aber der Zug, das ist ja jetzt zu langsam geworden, weil ich so doof war und tatsächlich gebremst habe. Ich hab ja noch nicht mal gebremst. Cool, das hat ihm sogar tatsächlich gereicht, um die Türen zu öffnen. Dem Schaffner. Sehr gut, er schließt sie wieder, wir können losfahren. Das ist doch super. Okay, 32 km/h, dabei bleibt es. Also ruft er. Warum wird er plötzlich so schnell dazu? Okay, bremsen. Oh Gott, jetzt leckt das Spiel schon wieder so krass. Der macht uns die Türen auf. Ey, der Schaffner wird nochmal richtig gut. Ist das toll. Aber wir werden nochmal richtig erfolgreiche U-Bahn-Fahrer hier. Aber ich finde das trotzdem immer noch schade, dass hier halt jetzt gar nichts mehr ist mit von wegen Ansagen und sonst irgendwas. Das ist halt irgendwie. Das fehlt mir so ein bisschen. Dass man gar nichts mehr selber machen kann. Also die Türen, okay, müsste ich halt auf den Schaffner immer umschalten, wenn ich die Türen machen will. Und dann sind es wieder die falschen Türen, die man öffnet. Das bockt halt, finde ich, nicht so. Tatsächlich hätte mir jetzt diese eine Mission wesentlich mehr Spaß gemacht, als bisher hier in irgendeiner Form das Fahren. Nur, dass man halt, finde ich, bei der Dings so stark unter Zeitdruck, finde ich, ist bei diesen Missionen. Da macht er jetzt eh gleich 50. So. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen runtergehen. Bleibt 56, gut. Hier ist schon wieder dieser komische Staubschnee. 56, gut. Bleiben wir. Signal 56. Bleiben wir weiterhin. Und dann geht's gleich mit weiter wahrscheinlich. Achso, das Geld ist sowieso auf 55 festgelockt. Okay. Habe ich vergessen. Sorry. Ich bin möglicherweise ein bisschen, ich übersteuere ich jetzt, weil sonst bin ich halt immer zu leise. Jetzt dürfen wir sogar noch schneller hier. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, noch schneller zu fahren. Die sind doch besoffen. Muss ich nur darauf achten, auch wenn es runtergeht. Bei welchem nächsten. Jetzt kommt nicht wahrscheinlich gleich irgendwann ein Signal, bei dem es. Nächstes Signal ist bestimmt wesentlich weniger. Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, wann ich runtergehen muss. Die Signale kommen in so schnellen Abständen. Runtergehen, nicht runtergehen. Es ist so blöd, dass man halt gar nichts von dem Spiel wirklich hat, weil man nur auf diese Anzeige da achtet. Genau jetzt. Alter. Oh, wie das Spiel hat. Oh, warum leckt das so krass? Was hat denn das Spiel bloß?
Das ist sogar unsere Markierung hier, ne? Oder auch nicht. Okay, das war nicht unsere Markierung. Die nächste ist jetzt unsere. Sorry. Ich weiß, mein Schaffner ist da so ein bisschen pingelig und macht sonst die Türen nicht auf. Ja, pünktlich sind wir. Da kann keiner was gegen sagen. Wir sind gerade ein sehr pünktlicher Zug. Okay, auf die 40. Den nächsten Dienst sind wir nur noch 32 erlaubt, deshalb gehe ich wieder runter. Ganz raus. Und bremsen. Ein bisschen. Nicht zu viel. Das sollte vielleicht sogar funktionieren. Ich lasse ein bisschen Bremse wieder los. Jetzt sollten wir möglichst dahin. Oh Gott. Das schaffen wir nicht mehr. Da kommen wir nicht an. Doch, da kommen wir an. Ganz langsam. Das vertrödelt jetzt ein bisschen Zeit. Egal. Wir werden direkt davor stehen bleiben. Das wird richtig cool jetzt. Also bleibst du jetzt mal stehen? Danke. Oh, wir haben fast kein Dings hier verbraucht. Oh, sonst. Es schneit! Es schneit! Leute, es schneit! Also nicht draußen, sondern hier. Ist das schön. Oh, das muss ich mir jetzt gleich anschauen. 32 dürfen wir fahren. Okay, dann gehe ich schon mal hier hoch auf jeden Fall. Oh Gott, wenn ich jetzt noch wüsste, was die Kameras waren. Das hier waren die Kameras, ne? Oh mein Gott, es schneit, Leute. Es schneit. Steam Screenshot. Oh, es sieht so wunderschön aus. Das kann man auch gar nicht... Also... Wir müssen jetzt natürlich ausgerechnet an der hässlichsten Stelle der Map sein, da wo es schneit, ne? Oh, hier ist, glaube ich, eh nur 24. Schick, schick, schicke Sache. Oh, ist das schön. Es ist so wunderschön. Jetzt muss ich ein bisschen wieder hochschalten, damit er nicht ganz stehen bleibt, der Zug. Hat das gleich wieder 32 erlaubt. Obwohl hier ist halt wirklich gerade ganz schön. Hier könnten wir mal wirklich ein schönes kleines Thumbnail vielleicht machen. Das ist ganz nett hier so. Das ist halt wirklich ganz schön. Da fahren sie so nur 25 von 32, das heißt, da kann nichts passieren. Dass sich jemand beschwert oder so. Jetzt müssen wir nur mal ein bisschen, glaube ich, gleich irgendwo. Hey, wir müssen auch nicht bremsen. Da wir nur 25 km/h fahren, gibt es keinen Grund, um zu bremsen. Jetzt können wir bremsen langsam. So, und dann landen wir auch hier sehr passend, schön gleich hier am Punkt und bremsen nochmal richtig. 33. Oh mein Gott. Was ist denn los? Das wäre sogar noch zu früh, ey. Meine Güte. Ja, da können wir auch noch mal die Bahn begucken.
bestaunen. Sieht halt schon schick aus, so, ne? So, so ist dann jetzt schon wieder was anderes. So ist halt schick. So vielleicht. Oh, das mit der Straße fand ich ganz nett. Kann man vielleicht ein schönes Ding als Thumbnail rausschneiden. Oh, das ist die Polizeiwagen. Ja, es spielt halt eindeutig in den 70ern. Es spielt eindeutig in den 70ern. Na gut. Ich werde wahrscheinlich hier cutten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da ich die immer nur sehr kurz mache, dann sehen wir die andere Hälfte der Strecke gleich. Bis dann.